Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Häftling 626. Mörder. Pirat. Verräter. Heute kommen Sie frei. Doch Sie werden bald sehen. Selbst Freiheit hat ihren Preis. Ihr Gefängnis begleitet Sie. Diese Rüstung wird Ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play StarCraft. Ich habe mich dazu entschlossen, das Spiel mal zu spielen, weil, ja, ich finde es einfach super. Na, also wer das noch nicht kennt, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Zugucken. Und wir beobachten jetzt erstmal Jim Rayner. Imperator Arcturus Menk hielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor, doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Rayner zu jagen. Jim Rayner stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein schutzloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet und der ganze große Menge an Waffen und Material entwickelt.
Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Und sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du miese Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Backwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Und damit nochmal ein herzlich willkommen zu Let's Play StarCraft 2. Für alle, die die Vorgeschichte nicht kennen aus den Vorgängern, habe ich jetzt was Kleines vorbereitet und wünsche euch viel Spaß damit. Der Adjutant erklärt uns doch nochmal, was die letzten Male so los war. Vor einigen Jahrhunderten kamen vier Gefängnisschiffe der Erde vom Kurs ab und drangen tief in den abgelegenen Koprolo-Sektor vor. Die Reise endete mit Bruchlandungen auf den Planeten Tarsonis, Moria und Umoja. Von der Erde abgeschnitten, errichteten die Überlebenden Kolonien. Die größte unter ihnen, Tarsonis, wurde von einer mächtigen, jedoch zunehmend repressiven Regierung gegründet. Angetrieben durch die Grausamkeit dieser Regierung, gründete Arcturus Mengs die Söhne von Korhal. Diese Rebellen kämpften, um die Konföderation zu stürzen und den Koprolo-Sektor zu befreien. Noch während Mengsk und seine Rebellen versuchten, die korrupte Regierung zu stürzen, kam auf die Terraner eine weit größere Bedrohung zu. Mächtige außerirdische Kriegsschiffe erschienen über dem konföderierten Planeten Chausara. Sie nannten sich selbst die Protoss, verbrannten den Planeten und zogen sich dann mysteriöserweise zurück. Der Planet war von einer anderen Spezies befallen, den Zerg. Diese Kreaturen drohten den terranischen Raum zu überfluten, doch die Protoss schritten ein, ehe sie sich ausbreiten konnten. Die Zerg hatten bereits den Nachbarplaneten Marsara erreicht. Und Marshal Jim Raynor kämpfte darum, die Kolonisten zu retten, nachdem die Regierung sie der außerirdischen Bedrohung überlassen hatte. Die Söhne von Korhal schritten ein und retteten Tausende vor dem Zerg und dem Protoss. Angewidert von der Konföderation schloss sich Raynor den Rebellen an und traf dort Sarah Kerrigan. Kerrigan war ein ehemaliger Ghost der Konföderation und teilte Raynors Wunsch nach einem befreiten Koprolo-Sektor. Im Zuge des Kampfes gegen die Konföderation kamen sich beide näher. Doch Mengsk ging mit seinem Hass und Ehrgeiz zu weit. Er befahl den Einsatz von Psi-Emittern auf der Hauptwelt Tarsonis, um die Zerg anzulocken und die Bevölkerung auszulöschen. Die Protoss unter Tassadar entschlossen sich, den Terranern gegen die Zerg zu helfen, anstatt alles Leben auf dem Planeten zu vernichten. Mengsk entsandte Kerrigan, um Tassadar entgegenzuwirken. Während Kerrigan die Protoss bekämpfte, überrannten die Zerg Tarsonis und dezimierten die Bevölkerung. Da er nun sein Ziel erreicht hatte, verließ Mengsk den Planeten und überließ Kerrigan den Zerg. Schwer getroffen durch diesen Verrat, wendete sich Raynor von den Söhnen von Korhal ab. Er eilte zur Planetenoberfläche, um Kerrigan zu retten, doch von ihr fehlte jede Spur. Nachdem er die Konföderation vernichtet hatte, krönte Mengsk sich zum Imperator der neu gegründeten Terranischen Liga, die sich schon bald als genauso korrupt wie ihr Vorgänger erweisen sollte. Raynor trauerte um Kerrigan und schwor Rache. Er wusste jedoch nicht, dass die Zerg Kerrigan nicht getötet hatten. Stattdessen hatten sie sie auf den vulkanischen Planeten Char gebracht. Auf Char wurde Kerrigan in die außerirdische Königin der Klingen verwandelt. Sie wurde zu einem Wesen mit immensen Psi-Kräften, loyal gegenüber dem Obermind, dem Herrscher über den Zergschwarm. Unabhängig von Tassadars Streitmacht trat eine zweite Protoss-Fraktion auf den Plan. Zeratul und seine dunklen Templer suchten mit Tarnung und der Macht der Leere der Ausbreitung der Zerg ein Ende zu setzen. Die beiden Streitmächte der Protoss kämpften vereint gegen den Schwarm, doch dem Overmind gelang es, ihren Heimatplaneten zu entdecken, Ayur. Die Zerg begannen schnell mit einer Invasion und der Overmind nistete sich in der Oberfläche des Planeten ein. Zeratul lehrte Tassadar, seine eigenen Mächte mit denen der Leere zu verbinden. Tassadar leitete diese Energien in sein Schiff und stürzte es in den Overmind, der komplett vernichtet wurde. Trotz Tassadars Opfer mussten die Protoss von Ayur Zuflucht auf der Heimatwelt der dunklen Templer Shakuras suchen. Da der Overmind nun vernichtet war, übernahm Kerrigan die Kontrolle über die Zerg. Raynor startete eine Widerstandsbewegung gegen die Liga,
Mengsk dagegen setzte seine größte Waffe ein, die Propaganda, um Rayner ins Abseits zu drängen und ihn als Terroristen zu brandmarken. 4 Jahre sind nun vergangen und Kerrigan und die Zerg haben sich verdächtig ruhig verhalten. Inzwischen hat die Liga noch mehr Macht erlangt und ihren Einfluss auf den gesamten Kulturum-Sektor ausgeweitet. Rayner und seine Streitkräfte sind demoralisiert und leiden unter mangelnden Ressourcen. Doch sie setzen ihren Kampf gegen die Liga fort. Ein Sieg über Mengsk scheint jedoch ferner denn je. Blackwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Genau, und da wollen wir doch nicht lange drauf warten. Wir starten direkt durch. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Blackwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Blackwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Yeah, und damit starten wir doch direkt durch in die erste Mission. Tag der Befreiung. Jawohl. So, da bin ich mal gespannt, was während der ersten Mission auf uns wartet. Ich kenne das Spiel, allerdings ist das schon gut ein Jahr lang her, dass ich die Kampagne mal gespielt habe. Also das ist schon, boah, schon einiges wieder vergessen. So, ich hoffe, dass es mal ein bisschen schneller lädt. Ja, sieht gut aus. Jo, und los geht's. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Ja. So, wie ihr sehen könnt, klassisches Strategiespiel. Commander, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Dann schauen wir uns das doch gerade noch an. Klicken Sie Reiter Tutorials in Hilfemenü und Verfügung. Jawohl, zeig mir doch mal Tutorials. Terraner-Einheiten. Das ist, glaube ich, erstmal interessanter gerade. Okay, wir sehen unsere Space Marines, Allzweckinfanterie, das ist richtig. Persönlich spiele ich auch gerne den Multiplayer mal, aber das hat zurzeit auch stark nachgelassen. So, die haben schon einmal ein Schild, okay. Da haben wir den Viking, haben wir noch. Das ist eine Flugfähigkeit, also eine Flugfähigkeit. Das Ding fliegt und kann sich halt eben auf den Boden wieder stellen. Ich glaube, das haben wir gerade eben in den Videos schon nochmal gesehen. Ja, und ihmchen hier, den kennen wir wohl mittlerweile am besten. So, wir starten los. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Mich zählen. Okay, dann schauen wir doch mal, wo wir hier irgendwas finden. Den Hund haben wir schon mal gefunden, Raider, aber ich glaube, von dem... Geht dir die Bedrohung nicht diese Straße lang. Klingt doch, gut. Doch. Klingt gut. Okay. Gut, hier haben wir schon mal die ersten. Auf geht's. Klingt gut. Klingt gut. So. Du kannst auf wir sehen. Es ist sehr viel Baustelle auf dem Planeten. Oh, was haben wir hier? Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holobots wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Gut, Adjutant, dann. Hauen wir doch mal in die Tasten rein. Ich kann Max Visage nicht mehr sehen. Jagt das Ding hoch! Genau. Du kannst auf mich zählen. Haben wir natürlich gemacht. Hier sehen wir schon. Mengst lügt. Ja, da haben sie nicht ganz unrecht. So, also auf den Weg hier davon, die Bewohner des Planeten. Geben wir ihnen zu überzeugen.
Nieder mit Mengs. Okay, ich glaube, der Marine vorher hat hier schon aufgeräumt mit dem guten Kerl. Meine Nachbarn! Das sieht langsam richtig übel aus. Klingt gut. Oh ja. Sieht aus, als hätten die hier. Eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Oh yeah, auf geht's in die Schlacht. Die Kavallerie ist da. Ja. Arbeitet hart. Seid stolz. Wir alle müssen. Bam, und da ist er weg. Okay. Wie ist der Plan? Hier hinten haben wir noch einen, also. Das ist Trainer, der meistgesuchte Mann der Liga. Ohne Spaß. Klappe halten. Ich höre. Wie ist der Plan? Jetzt sag schon an. Klingt gut. Okay, mal schauen, ob wir hinten noch eins von den... Du kannst auf mich zählen. ...Dingern finden. Jawohl, da ist es. Holoboard. Aber... Oh, und hier sieht's aus nach einem... Oh, das ist gar nicht gut. Oh ja. Da hat er wohl recht. Okay, weiter geht's, hier die Straße. Einfach mal folgen. Klingt gut. Ja, klingt gut. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Was für eine Mine? Da will einer abhauen. Schießen auf Zivilisten! Bewegung! Was gibt's denn? Na, das geht aber gar nicht, Freunde. Jetzt, auf geht's! Ah. Was ist los? Es gibt eine ganze Menge, wofür Max zahlen muss. Danke, oh, Rainer. Ja. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Und für was genau Mengs hier noch auf mich zahlen muss, das werden wir demnächst Marshall auch noch Rainer, genauer erfahren. Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Mengs natürlich. Auf mich zahlen. So, haben wir alle? Jawohl, 6 von 6, das ist sehr gut. Da brauchen wir nicht weiter rumsuchen, wir rennen dieses direkt rein. Ja, und da sehe ich es. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Raider. Oh, die machen ja gut mit hier, du. Mann. Jetzt zerlegen wir hier mal alles. Alter, hier nochmal. Oh, ja, hier sind die Vikings, die wir vorhin angesprochen hatten. Machen wir noch direkt mal hier. Saus. Ich schaffe nochmal. Okay, auf geht's. Das Logistikzentrum zerledern. Bam! Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. So sieht's aus. So, Mission erfolgreich. Und weiter geht's in die nächste Mission. Schauen wir mal, was auf uns zukommt.